Eine Skandalszene, die kein Nachspiel für Martin Hinteregger hat. Es läuft die 73. Minute im Sonntagsspiel zwischen Frankfurt und Freiburg. Die Eintracht liegt zu diesem Zeitpunkt schon mit 1:2 zurück. Nach einer Ecke kommt es zum Duell zwischen Hinteregger und Lienhardt am rechten Bildrand. Der Freiburger Verteidiger geht zu Boden, Schiedsrichter Dr. Felix Brüch unterbricht die Partie, denn Lienhardt hat offensichtlich Schmerzen. Aber was war passiert? Es ist zu erkennen, wie Hinteregger erst an das Trikot von Lienhardt greift und dann eine Backpfeife verteilt. Eine Aktion, die nicht geahndet wird, auch eine nachträgliche Bestrafung durch das Sportgericht muss Hinteregger nicht befürchten. Der DFB-Kontrollausschuss wird diesbezüglich kein Verfahren einleiten, weil die Voraussetzungen für die nachträgliche Ahndung eines krass sportwidrigen Verhaltens nicht vorliegen. Die Szene wurde durch die Videoassistenten ausführlich gecheckt. Der Schiedsrichter hat daraufhin auf einfaches Foulspiel entschieden und somit eine Tatsachenentscheidung getroffen, heißt es in einer Mitteilung des DFB gegenüber der Bild. Absolut unerklärlich, wie VAR Pascal Müller die Backpfeife nicht sehen konnte. Hinteregger, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit Gelb verwarnt war, hätte runterfliegen müssen. So steht der Österreicher den Frankfurtern auch in den nächsten Spielen noch zur Verfügung.